Hallo und willkommen zu einem neuen Line War Video. Und zwar wollte ich euch ganz gerne ein Update geben, zu was jetzt der Stand der Dinge mit Line War ist und dann auch direkt in den Replay reingehen von ein paar der Top-Spieler. Ich habe da eben Schönes gefunden, denke ich. Und zwar das letzte Update bei Steam war unglücklicherweise am 29. August gewesen, wo sie halt nur die AI, also Basic AI, das wird dann auch nicht super fancy, aber in welchem Spiel ist das schon fancy, und Teams haben sie angekündigt, ne, was ja eigentlich der Hauptgame-Modus ist, den alle haben wollen, denke ich. Zumindest das, was ich so mitbekomme, was ich persönlich auch habe. 1 gegen 1 ist einfach kein populärer Game-Modus. Das haben sie ja damals angekündigt und seitdem war Funkstille. Das war ein bisschen unglücklich. Und dann gibt es jetzt hier aber eine vom August tatsächlich, vom Oktober. Wir haben die nur vergessen, halt bei Steam leider zu posten. Und deswegen habe ich das nur durch Zufall jetzt hier entdeckt, weil ich bin ja nicht auch noch Discord von denen. Und was die hier schreiben, ist halt, dass das schon am Laufen ist, die ganze Geschichte. Dass das halt irgendwann kommen wird, jetzt in absehbarer Zeit. Haben auch nochmal gesagt, wegen der Entwicklungszeit, wie das da läuft, ne, weil das da auch im Forum kurz vorkommt, dass die Leute mit der Entwicklung ein bisschen unglücklich sind. Hat da zwei, drei Sachen zugeschrieben. Interessant da ist, dass die halt das mit den 2 Monate Urlaub war wohl nicht ganz so episch, sagt er auch. Ja, ja, da kann man echt drüber streiten, ob das eine gute Idee war. Da muss ich allerdings auch ein bisschen in Schutz nehmen, die Firma, die das gemacht hat. Die hat ursprünglich ja diese AI- und Team-Modus, war ja nicht geplant gewesen für das ursprüngliche Spiel. Ne? Das war ja eher so eine, könnte man eventuell überlegen, Sachen zu machen. Die haben sie unten nochmal geschrieben irgendwo. 1 gegen 1 war ja eigentlich, ne, die Hardwired-Idee, also die wollten alles 1 gegen 1 machen und deswegen haben sie dann keine Lobby gehabt und keine immer Auswahlphase macht und so, ne, für mehrere Spieler und von da ist das natürlich ein großes Projekt, was sie nachliefern, weil die halt sehen, dass, naja, 1 gegen 1 kein Mensch daran interessiert ist. Aktuell spielen 6 Leute das Spiel täglich, ja, laut Steam Charts zumindest, das ist nix, ja, wirklich nix, also ist völlig tot, kann man leider sagen. Oder muss man sogar leider sagen. So, das alles gesagt, habe ich ihn jetzt eben mal angeschrieben gehabt, den Basantos hier vorne, und gefragt, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Und die haben gesagt tatsächlich, dass die Beta schon läuft für den Teamplay. Und die bei dem Teamplay, dass das ohne Probleme läuft. Also bis zu 6 Spieler, also ist dann 3 gegen 3 FFA, wie es kombiniert irgendwie. Ne? Wahrscheinlich auch 2, also 3-2er-Team wird es wahrscheinlich auch gehen, vermute ich mal. Also bis 6 Spiele, hat er gesagt, läuft es auf jeden Fall ohne Probleme, die Beta derzeit. Und sie wollen vielleicht sogar heute schon, die haben heute noch ein Meeting, wollen es heute vielleicht, aber die Tage dann vielleicht announcen, wann denn der Release ist. Und es wird vor Weihnachten kommen, hat er gesagt. Das heißt also, Line War wird dann vor Weihnachten nochmal wiederbelebt. Und ich hoffe, dass es dann eben auch lebendig bleibt, weil ich glaube schon persönlich, dass das ein extrem geiles Spiel ist. Ja? Also ich habe da wirklich eine Menge Spaß dran gehabt. Nur eben kann ich nicht 1 gegen 1 spielen. Erst recht nicht, wenn es nur 6 online sind und jeder gegen der antretet, dann einer der Top-10-Spieler ist, ja. Das geht gar nicht und ich glaube, dass viele so denken. Manche wollen KI-Spiel, manche wollen Teamspiels haben, aber auf jeden Fall Teamspiel. Also man sieht das ja in anderen Spielen auch, ne? 1 gegen 1 ist einfach kein beliebter Game-Modus bei fast gar keinem Spiel. So, das gesagt, habe ich jetzt trotzdem erstmal nur ein 1 gegen 1 für euch, aber mal gucken, wie weit das jetzt ist, ob ich ein Beta-Replay finden kann oder wann der Release halt dann eben kommt vom Team-Modus und dann werde ich da auch wieder reingucken. Also ich bleibe da auf jeden Fall am Ball, weil es ist echt ein super Spiel, ne? Das kann man wirklich so zusammenfassen immer noch. So, jetzt sind wir hier im Replay von 2 halt der Top-Spieler. Gerade ich weiß nicht, ob ich das aussprechen kann, El Mexican oder so. Der hat über 500 Spiele schon laut Discord. Also da ist richtig jetzt Erfahrung dahinter. Obwohl wir 6 Mann, die online sind jeden Tag, ist das wahrscheinlich einer, der jeden Tag zockt. Also dann die Seite hier. Genau, was soll ich eben noch sagen? Also zu dem Spiel selbst, vielleicht für alle, die es jetzt nicht auf dem Radar haben, ist ja schon ein paar Monate her. Das ist ein Spiel, was über Makro aufgebaut ist. Ne? Also Age of Empires 4 könnte man argumentieren, zum Beispiel über Micro auch stark aufgebaut. Hier ist halt Makro, also die Klickrate ist weniger entscheidend. Ist halt wirklich sehr strategisch. Man wählt jetzt am Anfang, wir sind gerade in der Pick-Phase, tun beide Spieler blind erstmal Sektoren picken, wo sie mit ihren Armeen anfangen. Und wenn man den gleichen wählt, also das ist zum Beispiel jetzt rot angezeigt, was bedeutet, dass der eine Spieler den gewählt hat, ein anderer hat in der Nähe eingewählt, deswegen wird das jetzt geblockt, sodass die nochmal neu wählen müssen. Man wählt also erstmal jeder sich einen schönen Punkt, wo er anfangen möchte und wenn er halt gleich ist, ne, wird das halt geblockt. Und danach ist es so, dass die, ich zeige euch gleich, wenn das Spiel losgeht am besten, fangen wir erstmal, wie wählt man den Sektoren? Ihr seht diese Sachen hier vielleicht, diese Dinger hier, die bringen Einkommen, ja, das sind Felder, Dörfer, Städte, das hier ist Treibstoff, Energie kriegt ihr daraus, mit Energie könnt ihr dann eben besondere Waffensysteme benutzen und das Gelände hat auch Einfluss, ne? Da kriegt man da mehr Deckung drauf, wird früher sichtbar oder ne, so ein Zeugs. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel gerade einen Kampf im Gebirge, Geschwindigkeit wird beeinflusst dadurch, also die Pickphase ist relativ wichtig. So, der hat jetzt hier zum Beispiel Gebäude hingebaut. Und diese Gebäude produzieren halt automatisch Einheiten mit der Zeit. Die kann man verschieden auswählen. Je nachdem, was für ein Gebäude man hat, kommen da eben verschiedene Einheiten raus.
Und das geht dann automatisch. Und das wird dann auf diese Linien gehen, die drauf, diese Einheit, die man hier sieht, und folgen dieser Linie. Und diese Linien, die designt man jetzt hauptsächlich. Das ist das Steuerelement hauptsächlich in dem Spiel. Also ihr könnt denen sagen, die Fahne heißt zum Beispiel, dass sie diese Linie hochgehen, alle Truppen, die da sind. Man kann denen sagen, was da hoch soll. Hier geht zum Beispiel jetzt Infanterie hoch und Artillerie. Und man kann denen sagen, was sie da machen sollen. Die Fahne sagt, sie kappen dann die Sektoren, wo sie sind. Man kann den kämpfen sagen, man kann den bewegen sagen, man kann den schneller bewegen sagen. Dann verlieren die Lebenspunkte. Und also es gibt eine ganze Menge, was man da einstellen kann, aber es wird hauptsächlich über diese Linien gesteuert. Also wirklich ein Makrospiel. Und die Sektoren selbst bringen auch Einkommen. Also nicht nur so Städte und so weiter, die man hier ausbauen kann und Häfen. Und dann gibt es auch noch ganze Seefahrtsgeschichten und Ölquellen und was nicht alles, nur Flugzeuge. Das ist wirklich relativ strategisch an der Stelle. Da gibt es ganz viele Sachen. Und man möchte halt am Anfang, möchte man erstmal all die Sektoren erobern, weil die halt Einkommen bringen, ohne dass man eben die Städte ausbauen muss. Weil so eine Stadt zu erobern und auszubauen, da müssen wir Gebäude drauf, kostet Geld, ja. Und das möchte man nicht ausgeben. Die Einheiten, die da übrigens spawnen, die kosten auch Geld. Aber man hat sein Geld hier vorne und die Einheiten kosten zum Produzieren Geld und sie kosten im Unterhalt Geld. Und wenn das halt dann gewisse Gefährte sind, sagen wir mal Panzer, Flugzeuge, Schiffe, dann kosten sie auch noch eben Energie zusätzlich. Und wenn man die dann einem ausgeht, weil der Vorrat gekappt wird oder das Lager leer ist oder wie auch immer, dann ist auf einmal so, dass die da stehen bleiben, die Geräte. So, sehen wir hier im blauen Strich, das bedeutet, dass sie schneller gehen wollen, wenn ich richtig erinnere. Also es ist ein Angriffsbefehl, nicht ein Angriffsbefehl, da gibt es noch einen anderen, aber dass sie halt einfach schnell darunter wollen. Also er hat jetzt gemerkt, dass er stärkere Truppe hat und will ihn jetzt überlaufen, bevor die Verstärkung rankommt. Jetzt habe ich hier die Artillerie schon, die hat jetzt eine Defense-Linie bekommen, ja, dass sie da hingeht und da gibt es jetzt auch zwei. Die eine ist halt, dass er einfach nur da stehen bleibt, dann nicht halt läuft, und die andere ist, dass er sich eingräbt, aber der Eingrabeprozess dauert sehr lange und kostet euch während des Prozesses Lebenspunkte. Also da gibt es ja wirklich ein paar Finessen, wo man drauf achten kann. Im Moment sehen wir also, dass sie hier sehr hart drum kämpfen. Interessant ist auch, dass er die Gebäude hierhin gebaut hat. Ich mag mich daran zu erinnern, dass die Gebäude, wenn man die da drin baut, länger brauchen, bis sie fertiggestellt werden, so dass man eben später die Einheiten erst rausbringt. Dafür sind die aber hier unsichtbar für den Gegner. Ja, also die Gebäude hat er zum Beispiel im Süden gerade eben gesehen, bis auf die beiden da oben Gebirge. Und hier sind ja Gebäude, wir wissen das jetzt, aber er weiß das nicht, kann er sich aber vorstellen wahrscheinlich, ne? Das ist die andere blaue Seite. Ja, und wie gesagt, bei dieser Map hier vor allem würde ich jetzt vermuten, dass die beide, also die sind beide bestimmt im Center, haben die gestartet, weil die hauptsächlich halt diese Routen haben wollen, um die Sektoren alle zu erobern. Wenn man in der Ecke startet, ist es relativ einfach eingesperrt zu werden. Das ist ein Riesenproblem. Und da ist es wichtig, dass man eben so startet, dass man jede Richtung Sektoren mit Infanterie erobert. Also man kann es mit allen Einheiten erobern. Ich glaube, Infanterie sind am kosteneffektivsten gewesen dafür. Da gab es mal irgendwann eine Rechnung zu im Discord. So, im Moment sehen wir hier vorne einfach nur Scharmützel. Das ist jetzt kein richtig ausgewachsener Krieg, das kann man glaube ich nicht sagen. Die Infanterie ist meist wirklich nur als Meat Shield da, zum Kappen, zum Scouten, solche Geschichten. Hier wird gekappt und eine Flanke vielleicht gelaufen. Artillerie ist mehr so, um wirklich diesen Hauptteil also Artillerie kontert eigentlich andere Artillerie und Infanterie. Und Panzer kontert irgendwie den ganzen Rest. Und dann kommen Hubschrauber und Panzer kontern und so könnte man Stein, Schere, Papier daraus machen. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere Einheiten. Also der größere Blob ist ein Vorteil, wie ihr seht, aber da gibt es später Atombomben. Das führt dann wieder dazu, dass ein großer Blob dann auch gekontert wird. Und also es ist wirklich sehr komplex. So, im Moment ist es so, dass der rote Spieler das Problem hat, dass seine Produktionsanlagen hier unten sind und die verteidigen möchte natürlich. Ja, man kann sagen, der blaue hat das auch, aber der blaue scheint hier oben eine sehr gute Defense-Linie im Gebirge zu haben. Man kann übrigens leider nicht weiter reinzoomen. Ich würde ganz gerne mehr reinzoomen, es geht aber nicht. Auf jeden Fall hier vorne, das scheint eine sehr gute Defense-Anlage zu sein. Und es gibt jetzt diese Herausforderung so ein bisschen, man sieht es beim Blauen auch ein klein wenig, dass man eigentlich hingehen möchte, man möchte nicht piecemeal die Leute da reinschicken. Also die werden ja, ne, nach einer gewissen Zeit produziert, dann gehen die einzeln an die Fronten, werden dann abgefahren, wenn da zwei Artillerie stehen zum Beispiel. Man will die also eigentlich irgendwo sammeln, was er jetzt hier auch versucht, wie es ausschaut. Und wenn genug gesammelt sind, dann will man erst diesen Angriffspfeil geben auf den Gegner. Ja, also im Moment auf jeden Fall, hier würde ich jetzt keinen Durchbruch von irgendeiner Seite erhoffen, also das wird jetzt einfach ein Scharmützel nur sein, aber was interessant ist, ist, man kann auch irgendwie, glaube ich, beide Seiten gegen Focke 4 ganz ausmachen. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war, leider. Auf jeden Fall, was halt jetzt die Herausforderung ist, ist diese Front zu halten für beide Seiten und gleichzeitig links und rechts eben die Leute zum Kappen zu schicken, der Sektoren für das Einkommen. Das ist die große Herausforderung, die jetzt beide Spieler haben. Schickt man zu wenig zum Kapten, kriegt der andere einen Wirtschaftsvorteil. Tut man zu wenig in die Mitte schicken, verliert man vielleicht die Front. Und er buddelt sich halt jetzt hier, wie ihr seht, im Gebirge ein. Hat also da eine super Defense am Laufen. Ich glaube, eingegraben haben sie sogar noch mehr Reichweite. Ist lange nicht mehr gespielt. Defense-Bonus, Concealment. Ich
Ich weiß gar nicht mehr, ob die eine Reichweite im Vorteil im Gebirge oder im eigenen Graben bekommen haben. Ich stehe jetzt auf jeden Fall erstmal nicht dran. Ja, also auf jeden Fall hier im Moment läuft es noch, wie man es erwarten würde. Also die sind beide sehr einfach nur die Mitte am Contesten. Ich glaube nicht, dass einer einen Durchbruch versucht. Hier sieht es jetzt gerade so aus, ob er ein bisschen Stress sucht, die zentral hinbringt. Also die Adlerreichweite ist vielleicht von hier bis hier, ja. Nur mal so als Idee. Da kann ich von da unten bis da ganz hinten schießen. Und er versucht jetzt hier einen Winkel zu bekommen, dass er die Geschütze einzeln wegholt, dass vielleicht zwei, drei auf einen schießen. Das Mikron der Einheiten ist allerdings sehr schwierig für sowas, ne? Und ist oft auch nicht wert, habe ich persönlich den Eindruck. Also entschieden wird das jetzt hier nicht durch den Kampf in die Mitte erstmal, sondern der erste Vorteil wird wahrscheinlich eher entschieden durch eben das Kappen hier überall. Mehr Einheiten kappen schneller. Wir können mal gucken bei der Economy, die sie gerade haben. Also da ist jetzt, wie gesagt, da gibt es jetzt mehrere Faktoren. Es gibt halt das Einkommen und den Unterhalt. Also man kann durchaus mehr Einkommen haben, ne, wenn man halt weniger Unterhalt hat. So kann man halt auch, wenn man zurückliegt, trotzdem ne, mit weniger verteidigen und der andere die größere Armee hat, da hat halt Pech gehabt. Da hat er trotzdem weniger Knete auf die Zeit. So, also er produziert für 216 Einheiten pro Minute. Unterhalt ist halt 130 ungefähr, also er hat 380 Einkommen auf jeden Fall. Und der Gegner hat 392 Einkommen, also scheint sich da nicht so viel zu tun. Ist aber ein 56er plus und bei ihm halt ein 28er plus. Das bedeutet, dass die, ja wobei das geht jetzt ein bisschen runter, also ich glaube die kleinen Zahlen, die machen da nicht viel, das ist ungefähr vergleichbar noch. Und die Gebäude, wenn man die neu baut, kosten natürlich auch Geld. Also muss man echt gucken, wo man was machen möchte. In der Regel ist das mit den Kämpfen zwar schon schön, wenn man die tötet, weil man ja Geld damit vernichtet. Man möchte aber die Gebäude irgendwie erwischen. Ne? Na, hier vorne stehen sie gegenüber. Ich bin noch überrascht, dass keiner Luftwaffe gebaut hat. Das Problem bei der Luftwaffe ist natürlich ähnlich wie bei Panzern und Schiffen, dass man dafür Treibstoff braucht, also Treibstoff und Energie braucht. Und das ist natürlich nochmal ein extra ne, Investment in die ganze Infrastruktur dafür. Aber sagen wir mal so, so ein bisschen Luftwaffe wäre schon nice. Also hier Helikopter würden wahrscheinlich einen super Massaker anrichten, auch wenn dann wahrscheinlich die ersten Flaks kommen würden. Vorteil von Luftwaffe ist halt so ein bisschen, dass ihr solche Sachen hier, die in Seite kappen, dass ihr die einfach auslöschen könnt mit der Luftwaffe. Ne? Dann muss er neue schicken und dann verhindert ihr halt die Economy von ihm ein bisschen. Es sieht tatsächlich so aus, ob Rot jetzt hier einen Durchbruch versucht hier vorne. Also das ist eine ganze Menge, was er hier stehen hat. Also das sieht jetzt wirklich so aus, ob er es hart versucht. Ihr seht schon mit der Steuerung, das ist natürlich nicht alles optimal dann. Ne? Das, die hintere Reihe schießt jetzt nicht, weil die vordere im Weg steht zum Teil. Das kann man aber umgehen, dass man einfach nochmal einen Bogen nach rechts macht. Aber dann kriegt man eine Flanke vielleicht von der anderen Seite. Also das ist wirklich, man muss da auch irgendwie beim Schach denken öfter. Die Dinger kann man übrigens ausbauen, wie gesagt, dann kriegt man mehr Einkommen. Das Problem ist nur, dass man eben das nicht investieren möchte, weil man alle Truppen braucht, um es auch zu verteidigen in aller Regel. Also man ist wirklich mit erobern besser dabei. Gerade viele unerfahrene Spieler am Anfang tendieren eher dazu, das Einkommen auszubauen. Dann kriegen sie aufs Maul und sagen dann, oh, ich wurde gerusht. So war das zumindest am Anfang zu meinen Zeiten gewesen. Inzwischen gibt es ja wahrscheinlich keine unerfahrenen Spieler mehr. Wahrscheinlich sehen wir es deshalb auch nicht mehr. Ja, aber man sieht hier schon, ne? Der hat einen riesen Block Artillerie. Das heißt, der boxt sich da langsam durch. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Verluste vom blauen Spieler hier sehr hoch sind. Das Problem ist, er will das Gebirge noch haben, ne? Weil es einfach eine bessere Defense-Stellung ist. Also es sieht nicht gut aus für Blau, wenn er sich da nicht bald was überlegt, werden die über kurz oder lang hier durchbrechen. Also der Block wird ja immer größer. Der ist jetzt schon eigentlich für eine Neuproduktion kaum zu stemmen. Und ob neue Infanterie aushilft, weiß ich auch nicht. Was haben wir denn? 66 Einkommen. Ja, Blau hat zumindest mehr Einkommen, aber verliert das halt auch in Massen hier. Und ich sehe da keine Antwort im Moment. Ist allerdings hier vorne mit seinen Einheiten unterwegs, hat jetzt hier eine Kaserne gebaut, einfach um halt noch schneller zu erobern. Also er will weiter sein Einkommen ausbauen auf allen Seiten. Er opfert damit ein bisschen seine zentrale Stellung und vielleicht sogar die Gebäude. Ist, ja, kann funktionieren, ne? Aber das ist halt das Spiel, was er gerade macht, dass er sagt, er opfert halt Einheiten, kriegt dafür mal Einkommen. Und ist die Frage, ob es halt unterm Strich sich bezahlt macht, das kann ich jetzt hier nicht einsehen leider. Nach dem Spiel gibt es da eine Statistik, da kann man das ein bisschen besser beurteilen. Aber dass ihr die jetzt alle in diesen Meatgrinder reinbringt und unterzahlt, finde ich ungewöhnlich. Also ich weiß nicht wirklich, wie stark diese Defense-Bonus im Mountain-Terrain ist. Ne?
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er die Einheiten hier vorne irgendwie stapeln würde, oder hier zumindest, dass es ein Tick besser wäre, weil die laufen alle in ihren Tod. Zumindest könnte er ja hier sagen, dass er die vielleicht hier runter schickt, weil dann muss der Rote ja auch reagieren und aus dem Gebirge rauskommen ein paar Einheiten. Aber mit der bisschen Infanterie hier und ein bisschen Artillerie, also da wird er langfristig nicht durchbrechen. Könnte wahrscheinlich hier sogar noch zwei Geschütze abziehen, ist nur schwer zu steuern. Aber das ist ja Massengrab hier, also das lohnt sich mit Sicherheit nicht, was er da anstellt, der Blaue. Er könnte genauso sich auch wieder hinten einbuddeln und sagen, okay, dann habe ich halt Pech gehabt, dann hat er halt das Gebirge, zumindest auf der Seite. Oder er macht halt hier einfach auf und wird von rechts nach links laufen, aber er läuft ja quasi den Berg hoch die ganze Zeit. Im Moment kämpfen sie allerdings noch relativ fair um den Berg. Das, weil er hier links sich weiter ausweitet, der Rote. Und keine Verstärkung mehr kommt, die zumindest hier hinten nicht mehr kommen. Er hat das irgendwie sein gelassen. Das sind blaue Truppen da unten. Der hat es hier irgendwie geschafft, blaue Truppen dahin zu bekommen. Hat er die abgeworfen? Ja, das sind falsche Jäger gewesen, ne? Das sind Kommandos, man kennt das in diesem weißen Rucksack, ist manchmal schwer zu sehen. Die muss er mit einem Flugzeug abgeschmissen haben, die Kommandos. Das heißt also, der ist jetzt hinter den roten Linien gelandet. Und ist jetzt wahrscheinlich, also das ist ja kein Kappbefehl hier vorne, ist jetzt wahrscheinlich Infanteristen am Suchen, die das gekappt haben, wollte die auslöschen. Die Kommandos sind halt eigentlich unsichtbar, könnte man sagen. Ich sehe die jetzt hier nur, weil ich halt aus seiner Sicht bin. Aber die roten Truppen, die unten waren, ne, die wurden wahrscheinlich von den Kommandos gerade getötet. Das heißt, er muss einen Flughafen haben, wo er die abgeworfen hat, der blaue Spieler. Oder sind so runtergelaufen, das geht natürlich auch, ne? Ja, halt wahrscheinlich, also die kann man in der Kaserne herstellen, die Kommandos. Dann hat die so runterlaufen lassen irgendwo. Ich habe es nur nicht gesehen, den Strich. Links wahrscheinlich sind die runter. Dennoch, Rot ist hier durchgebrochen, hat eine Kaserne erwischt. Also in der Mitte, das ist wirklich für ihn Grab. Dafür gewinnt halt Blau alle Flanken. Ist die Frage, was man wirklich, wo es mehr rausgeht. Das ist 142 jetzt, Surplus. Und hier ist 59, also... Rot, wie gesagt, scheint ja in der Mitte gut abzuschneiden, hat gerade ein Gebäude vernichtet, aber dafür hat halt der Gegner schon fast dreimal so viel Surplus. Also das ist jetzt, glaube ich, schon eine nette Sache. Ja, der erobert da oben einen Sektor nach dem anderen, links, rechts und da unten erobert er zwar nicht, ne, aber er hat halt ausgemacht, die Eroberung des Roten. Also sieht hervorragend wirtschaftlich aus. Also diese Ablenkung hier vorne, die scheint sehr gut zu klappen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie weit war das jetzt beabsichtigt hier vorne, mit Absicht Truppen zu verlieren, um denen einfach dieses Gefühl zu geben, dass er erfolgreich vorrücken kann und dadurch eben die Flanken erobern zu können. Er hat ja weniger Truppen an die Flanken dadurch gebracht, weil er vielleicht den Durchbruch erhofft hat immer. Also war das Absicht? Man weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall bisher funktioniert, allerdings verliert er so langsam die Gebäude. Ich hätte die Preise nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube mich zu erinnern, dass so ein Gebäude 150 kostet, so eine Berg. Kann das sein, aber es könnte auch falsch liegen, also schon zu lange her, dass ich das gespielt habe, so aktiv. Also, und da kann der Surplus, den er jetzt hier bekommt, der diesen Tick, ne, pro Minute, kann sein, dass er mehr als, also die Gebäude mehr als ausgleichen, wenn die alle down gehen würden. Und der Push hier sieht so aus, als ob er die Gebäude auch down bekommt. Aber so eine sneaky Luftwaffe wäre echt nice, ne? So ein paar Bomber, die einfach hier die Gebäude wegbomben oder sowas. Aber trotzdem, schöne Aktion mit den Kommandos. Wo sind sie jetzt eigentlich hin? Also Rot hat jetzt offensichtlich auch Kommandos gebaut. Und er hat jetzt die anderen Kommandos gesucht. Ich glaube, im Wald kämpfen die besser, die Infanteristen, ne? Genau, Rifleman-Bonus, aber das sind dann keine Kommandos, oder? Da ist zugemacht, ne? Er musste jetzt hinten Truppen assignen, weil er wusste, dass hinter seiner Linie Kommandos waren. Und die jetzt aufzudecken ist eigentlich fast unmöglich, gerade im Wald, im Gebirge. Er sucht jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen, aber die könnten doch einfach hier im Wald stehen und im Moment warten, ne? Das ist wirklich sehr bitchy. Übrigens von der Scout-Mechanik, was ich so in Erinnerung habe, ist, dass das ein additives Weaken-System ist. Also ein Trupp sieht meinetwegen so weit und zwei Truppen auf derselben Position sehen dann so weit, ja? Also wenn man einen großen Blob hat, sieht der halt sehr weit nach außen. Also hier die Artillerie, oder das ist ja ein Artillerie-Blob, der sieht zwar bis hier vorne, aber der Blob ist größer und deswegen hat er eine viel weitere Sicht bis da hinten. Das ist ein System, an das man sich noch gewöhnen muss.
ist sicher ganz nett, bevorzugt auch ein bisschen die Blob-Strategie, aber dadurch öffnet man sich halt zu Flanken oder zu einem Atomschlag. So, nichtsdestotrotz, also Blau kriegt er gleich aufs Maul. Ich denke, dass das hier sehr deutlich ist. Er möchte da rein. Also der hat jetzt hier genug. Er gibt aber auch nicht Vollgas. Man kann ja auch sagen, dass man schnell da reingeht, auf die Gebäude geht und Verluste hinnimmt. Er will, glaube ich, dass die Einheit produziert werden, um ihm einfach sein Einkommen wegzunehmen an der Stelle. Man kann die Produktion aber auch ausschalten, wenn man möchte. Er wiederum möchte aber auch jetzt einfach hier lange die Linie halten wahrscheinlich, um den Einkommensvorteil zu nutzen. Also beide scheinen da unterschiedliche Philosophien zu fahren. Obwohl das da oben ist halt ein Kommando. Der wird jetzt unsichtbar, wird jetzt hier nicht gesehen. Da oben ist der Kommando. Der wird jetzt unsichtbar hier hochlaufen und will die Gebäude sprengen, vermute ich. Die sind halt wirklich super, super unsichtbar, die Kommandos. Da ist er. Also Rot wird über kurz oder lang das gleiche haben. Ja, die Linie wird aufgelöst. Da sind die Kommandos, der hat sie gefunden im Wald. Der ist aber auch ein, das war ein Kommando, ne? Ja. Genau. Da sind die Kommandos, er hat sie. Und hier für die Kommandoaufdeckung, ich glaube auch, dass man da eben mehrere Infanteristen braucht, damit sie die schneller aufdecken. Einzelne Infanteristen werden teilweise so ein Kommando getötet, ohne dass man sieht, wenn ich richtig erinnere. Also hier gibt es auf jeden Fall ein paar Finessen, auf die man achten kann. Hier sind ganz viele Kommandos unterwegs. Ich frage mich, ob wir irgendwann nochmal andere Einheiten bauen. Also ich kann euch nur sagen, das Spiel hatte mehrere Einheiten. Ne? Panzerflugzeuge, Schiffe, U-Boote, alles. Ist aber wie gesagt eine Energiefrage, die keiner sich im Moment erlauben möchte wahrscheinlich. Obwohl es auch Spiele gibt, wo die Leute nur mit Flugzeugen starten zum Beispiel, nur Flughäfen bauen, so eine sehr starke Strategie ist. Ist aber hier wohl nicht vertreten im Projekt. Genau, also hier ist gleich tot die ganze Front, dann ist Rot endlich da durch. Und er hat natürlich eine große Armee, mit der er auch relativ schnell das Zentrum kappen kann. Jetzt können wir mal gucken, was sein Gegner macht währenddessen auf der Map. Ist immer noch hier mit den Kappen, hat er auch ein weiteres Gebäude gebaut, um schneller zu kappen. Also der holt sich einfach das gesamte Einkommen, astronomisch. Die rechte Seite hat er auch gleich. Hat sogar hier zwischendurch noch weitere Gebäude gebaut. Also der expandiert wie dumm, ne? Haben wir wirklich zwei Opposing-Strategien. Also Gesamteinkommen, wenn ich jetzt nicht einen Überschuss nehme, ist es 620, hätte er, ne? Was er zur Verfügung hat in Summe. Und hier vorne, er hat halt 548. Kriegt er nicht viel, aber das ist ja pro Minute, ne? Und dann müsst ihr den Überschuss natürlich, wie gesagt, immer wieder angucken. Aber davon muss er gleich auch die neue Infrastruktur finanzieren, der blaue Spieler von dem Überschuss. Ja, und der Blob ist natürlich ein Blob, ne? Der steht dann auch zusammen da und kann natürlich gezielt den nächsten Schlag irgendwo machen. Während Blau das Problem hat, der hat jetzt überall Kasernen in die Landschaft gepflanzt für schnellere Kappen. Das bedeutet natürlich auch, dass er schwieriger Truppen, also in der Armee zusammenziehen kann, um diesen Blob auf Blob of Doom dann zusammenzuschießen. Das geht ja nicht so einfach. Können wir mal gucken, wie viel Geld er hat. Beide haben 200 auf der Hand. Also gehen wir relativ schnell immer aus. Vielleicht wäre Blau nicht schlecht damit beraten. Ah, jetzt kommen die Flughäfen. Also hier oben, das will er wahrscheinlich ja nicht mehr hergeben. Aber wäre vielleicht auch nicht schlecht damit beraten gewesen, nochmal zwei, drei Kommandos hier rein zu sneaken hier unten irgendwie. Weil der Block immer weiter nach oben geht. Einfach um nochmal Verteidigung zu erzwingen im Süden. Aber er macht jetzt einen Flughafen, das heißt also, er wird sich auch um Treibstoff kümmern müssen, in irgendeiner Form, also Energie in dem Falle kümmern müssen. Ich hätte wahrscheinlich an seiner Stelle auch das mit dem Hafen mal versucht, weil Häfen sehr lukrativ sind in dem Spiel, wie ich finde. Und diese Ölrouten da oben, die kann man einfach zwischen sneaken und dann hat man das Öl halt. Ja, aber das wieder Energie, da muss er sich drum kümmern. Also ohne wird der Flughafen nicht klappen, aber es dauert natürlich auch ein bisschen, bis die Luftwaffe gebaut ist. Die werden im Flughafen gebaut, die Flugzeuge. Und dann braucht man einen Flughafen oder Rollfelder, damit man die auch, ne, die Reichweite und die benutzen kann. Die müssen immer wieder aufgetankt werden. Außer Hubschrauber, die können vom Boden aus operieren. Der Trick wäre jetzt, glaube ich, für ihn, genug Flugzeuge vor dem ersten Einsatz herzustellen, sodass, wenn die Armee ins offene Feld geht, der ganze Blob da, dass die Flugzeuge die alle auslöschen können. Weil wenn er jetzt das erste Flugzeug losschickt, also das anmeldet, dass er die hat, dann wird der Blob sich nicht in den ersten das Feld bewegen, ohne dass Abfangjäger oder Flachs hergestellt worden. Ne? Aber er kann die dann komplett und vollständig auslöschen, wenn er mit dem Überraschungsschlag arbeitet. Und er hat eh noch keinen Treibstoff, also vielleicht baut das deswegen ja Energie, ne? Wo er jetzt gerade angemacht, also ist jetzt produziert, hat aber kein Silo. Aber vielleicht baut das jetzt, hätte ich gesagt, er hätte eigentlich sagen können, er baut erst die Luftwaffe aus und erst wenn er die hat, dann braucht er ja die Energie erst, ne? Das heißt, er kann erstmal fünf Sachen bauen oder sowas meinetwegen und dann das Ding ausbauen. Das wäre auch eine Idee gewesen.
So, jetzt kommt er von der rechten Seite. Also kappen läuft hier immer noch relativ langsam. Er könnte eigentlich noch schneller kappen, wenn er noch mehr Infanterie trifft. Aber das Problem ist, dass, also er hat ja gerade seine Base in der Mitte verloren. Ne? Er muss irgendwann auch mal mit der Wirtschaft sich das zweimal überlegen. Da kommen Kommandos. Irgendwann muss er einfach kämpfen. Was schrobst du da zusammen? Das wird ein Hubschrauber, das sind die Rotorblätter. Hubschrauber sind halt sehr effizient für, wenn ihr halt so einen Kampf hier habt gegen Artillerie und Infanterie und so, ne? Da könnt ihr einfach hier die ganze Zeit die weggrinden, weil die müssen dann immer wieder zurück und neu aufladen. Die landen einfach, laden am Gras auf und dann starten sie wieder. Also Hubschrauber sind sehr effizient für solche Kämpfe. Kann man aber auch sehr schnell ausschalten mit Flugzeugen oder eben Flaks. Aber wenn die jetzt wieder rauskommen, dann kommen die Hubschrauber, dann wird das erstmal sehr hart wehtun für ihn. Und sie kommen jetzt raus. So, jetzt gucken wir mal, dass der rote Spieler anstellt. Ist jetzt auch für die Eroberung gegangen ein bisschen. Also er weiß ja nicht, wie viel Einkommen sein Gegner hat oder was er schon erobert hat, ne? Also Rot hätte es 127 Surplus und sein Gegner 300 irgendwas. Hat er gerade das ganze Center verloren, ne? Entsprechend hat er natürlich keine Ausgaben. Dafür hat er aber auch keine Armee. Ja, also Rot fängt jetzt auf jeden Fall auch an mit der Wirtschaft. Aber das ist schon super brutal, wie der da hinterherhinkt. Hier werden Kommandos mehr und mehr ausgebaut. Da ist ein Kommandotrupp durchgesneakt. Rot hat ihn aber entdeckt, weil er hier ganz viele selber Scouts sozusagen hat. Ne? Also die wurden jetzt alle entdeckt, die Kommandos. Er hatte gehofft, mit den Kommandos die Gebäude wahrscheinlich alles zu sprengen. Das ist einfach nur dasselbe wie das hier vorne, außer dass die Ebene. Und die bleiben halt in dem Kreis dran, die Truppen, und gehen auch nicht über die Linie. Ja, die Kommandos sneaken durch, wollen die Gebäude jetzt haben. Das ist aber auch schon die Artillerie. Aber Kommandos sind schon eine Gefahr. Also da muss man schon gucken, dass man da immer aufpasst. So, da oben währenddessen, hier vorne geht es jetzt los. Die Armee, der Blob geht nach vorne. Allerdings kappt der, statt anzugreifen. Ne? Wenn er jetzt statt das Kappen einen Angriffsbefehl, einen Bewegungsbefehl gegeben hätte, er weiß nicht, dass die Base da oben ist. Aber stellt euch vor, der wäre jetzt einfach gerade durchgelaufen, weil er vermutet hätte, da wäre die Base. Ja, sagen wir, wäre jetzt ein Flugzeug und Hubschrauber von oben runtergeflogen, ich kann davon ausgehen, dass er die Base ist. Dann hätte er einfach ohne Kappen, ohne Verzögerung durchlaufen können, hätte alles vernichtet. Der hätte nicht rechtzeitig die Verteidigung aufbauen können, der Blaue. Aber er hat da keine Informationen. Ne? Also ohne die Informationen kappt er halt jetzt hier, wenn der Gegner die Luftwaffe aufbaut, was seine Hardcounter ist. Ja, die Kommandos hat er alle bekommen. Jetzt sieht er das erste Gebäude hier oben. Es würde halt durchaus Sinn machen, zu sagen, dass man einfach durchgeht und das einfach wegpuncht und ein paar Infanteristen kappen lässt hinten. Und er scheint auch gerade umgestellt zu haben, obwohl der Befehl immer noch auf Kappen steht. Aber er sieht ja langsam die Base. Also als ich die Gebäude sehe an seiner Stelle, würde ich echt überlegen, jetzt einfach Hardcore-Angriffsbefehl zu geben. Also wenn da gleich Hubschrauber starten, ist das Spiel vorbei für ihn. Also zumindest für die Armee hier vorne. Also das ist, glaube ich, zu defensiv gedacht. Er braucht das Einkommen, ich sehe das Problem. Aber das andere ist halt, wenn dem Gegner die Armee und die Basis kaputt macht, ne, dann hat er genug Zeit, das in Nacht zu erobern. Also ich würde da, glaube ich, die Aggressivität vorziehen. So, und jetzt deckt er alles auf. Er sieht da die ganzen Hubschrauber, die starten jetzt alle gleichzeitig. Er sieht die Infrastruktur für die Energie. Spätestens jetzt müsste er mit allem Angriffsbefehl geben, um irgendeine Chance noch zu haben. Oder sich zurückziehen in Flaks. Ne? Also die jetzt muss er aber erst bauen. Ah, die Helis, die räumen jetzt hier natürlich auf. Ne? Die snipen jetzt die gesamten Artilleriegeschütze. Jetzt gibt er den Angriffsbefehl. Ich glaube, für das lohnt sich es eigentlich weniger. Die Gebäude kosten, glaube ich, viel weniger als die Fabriken. Naja, die werden aber jetzt alle ausgelöscht. Also die fliegen jetzt zurück und tanken wieder auf. Am Boden können sie, glaube ich, zerstört werden. Ne? Von daher braucht man da schon ein Meatshield davor. Ja, und er fährt jetzt Vollgas dahin. Aber es sind halt, also es ist nicht Vollgas, man kann die, glaube ich, noch schneller machen. Es sind aber keine Panzer, ne? Von daher, die spielen noch alle ohne Panzer. Und da die Artillerie muss ich jetzt aufstellen, bevor sie schießt. Also die, wie ne, prognostiziert, wird jetzt die gesamte Armee wahrscheinlich langsam ausgelöscht von den Hubschraubern. Es sind allerdings erst drei und trotzdem räumen die schon weg. Also jeder Anflug tötet halt drei Fahrzeuge wahrscheinlich. Die seien jemand verletzt vorher. Hat hier schon sechs getötet. Landung ist er gleich bei neun. Also ist schon ungemütlich. Ohne die Hubschrauber hätten die das hier schon gewonnen, den Kampf, die Roten. So, währenddessen, hier ist noch ein Blob, der hat die Infanterie aufgemischt. Also die Artillerie wird doch gekontert, easy peasy von eben irgendeiner Luftwaffe oder vom Panzer, wenn man euch wundert, warum das alles Artilleriegeschütze sind. Die will nur keiner wegen der Energie kaufen. Ja, ein Rot rückt langsam vor, ne? Hat jetzt hier unten ganz gut Boden gut gemacht. Ist natürlich doppelt lukrativ, wenn man das vom Gegner klaut, das Ganze. Dauert aber auch länger zu capturen. Man muss es neutralisieren und dann eben selber erobern.
Ja, aber hier geht das mit den Helis weiter. Also im Grunde genommen ist die ganze Armee tot. An seiner Stelle hätte ich überlegt, also klar, das mit dem Durchwaschen, das hat er jetzt vielleicht überlegt. Aber er hätte auch überlegen können, einfach zurückzugehen mit Vollgas. Ne? So, er muss jetzt trotzdem Flakgeschütze langsam herstellen. Ich sehe, glaube ich, noch keins dabei. Ich baue doch gerade irgendwo selber einen Flughafen. Weil er geht jetzt mit seinen Einheiten gerade hier hoch, aber das macht ja keinen Sinn, weil... Also der kleine Block der Adelries, der ist genug Mietschild, damit die Helikopter einfach alles töten können umsonst, ne? Ja genau, die snipen jetzt einfach alles weg. Und dann bin ich überrascht, dass er weiter mit den Truppen hochgeht und ich sehe halt kein Flakgeschütz bei ihm da unten. Kann man auf blau umstellen, was er noch so macht nebenbei. Hat jetzt einen Hafen inzwischen. Wenn er da und hinten einen Hafen hat, dann kann er auch eine Transport-, eine Handelsroute hier anmachen. Also das wird dann super lukrativ. Aber ich sehe nicht den roten Plan gerade. Also vielleicht hat er schon umgestellt und ich sehe es nur nicht, da es die ersten Flaks kommen. Das heißt aber trotzdem, dass die Leute, die jetzt da hochfahren, alle in ihren Tod fahren, bis die Flaks da sind, ne? Also das ist einfach völlig unnötig, die jetzt hier rund... Also das verstehe ich nicht, warum er das macht. Ihr müsst eigentlich jetzt alle Fronten zurückziehen und auf die Flaks warten. Weil die haben ja einen Wert, die Einheiten, ne? Die kosten nicht nur Unterhalt, die haben ja einen Kaufpreis auch gehabt. Vielleicht sagt er sich, wenn er da Druck macht, dann kauft das in einer auf der anderen Front halt Zeit zu kappen, weil die Hubschrauber sonst, wenn hier kein Druck mehr ist, rüberfliegen. Vielleicht will er wirklich Einheiten opfern für die Eroberungsrate. Das kann auch sein. Würde ich aber nicht empfehlen. Und jetzt hat er auch realisiert, dass es nicht so dolle war und fährt mit allem zurück. Also effizient ist, glaube ich, Infanteristen als Mietschild zu benutzen, weil... Also ich glaube, dass ein Heli immer sich komplett leer schießt bei jedem Gegner und ein Infanterist kostet weniger als eine Artillerie. Müsste ich die Zahlen nochmal checken. Aber Mietschild Infanterie ist, glaube ich, immer besser als Mietschild Artillerie. Ja, inzwischen hat er 5 Helis, ne, der blaue. Ist also gut aufgestellt. 331 Einkommen beim Roten allerdings über Surplus. Der hatte noch 100 Surplus. Also der Blaue hat inzwischen ganz schön viel Einkommen abgegeben. Energieversorgung reicht für die Hubschrauber. Da muss man auch mal nachgucken, ne? Weil sonst wird das sehr teuer, das weiter auszubauen. Hat jetzt hier auch Truppen hingestellt, falls Kommandos durchgehen. Weil wenn das ausgeht, dann sind alle Hubschrauber aus. Und dann hat Blau das Spiel verloren. Dann gewinnt er keinen Kampf mehr. Die Basis wird eingerissen. Und da, wenn das Gebäude stirbt, wäre es vorbei. Was ja für Rot auch das Ziel wäre eben, ne? die Energieversorgung auszuschalten. So, jetzt hier eine Front langsam aufgemacht, jetzt kommt die Flugabwehr. Und ihr seht gerade vom Micro, er tut die mit so Kreisen steuern, die Flugabwehr, damit er die gezielter an die Positionen bringen kann. Trotzdem ist das Meat Shield, besteht das immer noch aus Artilleriegeschützen, was, ich meine klar, Infanterie wird jetzt von der Artillerie dann aufgemischt, das ist ein bisschen tricky. Aber in jedem Fall ist es jetzt vorbei. Die Hubschrauber können jetzt nur noch an den Flanken operieren. Die Flugabwehr sind in aller Regel zu stark für Helis. Er kann natürlich jetzt auch die Flughäfen oder noch mehr bauen, ne, und dann überlegen jetzt, Bomber zu bauen oder irgend sowas. Ich glaube, Bomber sind schlecht in dem Spiel, diese Multi-Rolls. Und dann eben die Flugabwehr relativ klein ist, die gezielt auszuschalten mit einem riesen Luftschlag. Aber das sehe ich nicht kommen in absehbarer Zeit. Also der Blob hier, der könnte jetzt eigentlich vorrücken mit der Luftabwehr. Jetzt kommen die Helis nochmal, aber die werden jetzt sicher abgeknallt mit dem Flak. Bam, bam. Kommt noch ein Heli. Also der Vorteil der Luftwaffe ist halt die Beweglichkeit, muss man sagen. Und der hat aber jetzt tatsächlich die anvisiert mit Helis. Das hat auch funktioniert, es geht auch nur, ne, mit Hubschraubern. Wie ihr seht schon, die zwei haben jetzt was, 3 Hubschrauber abgeknallt, also es lohnt sich nicht unbedingt. Und die nächste Flak. Also ich glaube nicht, dass das kosteneffizient ist, was er da gerade macht. Ich hätte halt lieber die Beweglichkeit der Hubschrauber gesehen, nach dem Motto, na, wenn die Flak hier unten ist, lass die Hubschrauber hier oben gerade angreifen. Wenn die Flak dann hochfährt, dann fliege ich halt oben und unten wieder angreifen oder ganz an den Seiten. Ne? Gibt da ja genug Fronten, die Hubschrauber hätten noch nicht das clearen können. Aber der ist jetzt frontal da reingeflogen in der Hoffnung, dass er die dezimieren kann ausreichend. Das hat aber, glaube ich, nicht funktioniert. Von 5 Helis sind jetzt noch 2 über oder so. Repariert werden die übrigens nur in den Rollfeldern, glaube ich, mich zu erinnern. Da müssen die ganz zurück, wenn die beschädigt waren. Sind also dann eine ganze Zeit lang raus aus dem Kampf. So, Blau hat aber jetzt hier die rote Produktion auf der linken Flanke bekommen. Und sickert jetzt hier ins Gebirge ein, was natürlich fies ist, wegen Verteidigung und Unsichtbarkeit. Und wer weiß, was er noch im Wald hat, wie man hier sieht, ne? Da ploppt immer wieder was auf. Ja, der Heli, der hat es hinter sich gehabt. Ja, und hier ist jetzt was durchgekommen. Das waren der Kommandos, das waren die unsichtbar. Tatsächlich war ein Rifleman dabei, oder? Das sieht nicht am Kommando aus, der Dude da rechts. Deswegen zumindest der hätte sichtbar sein sollen. Aber ich glaube, das Blaue hier unten, der sieht jetzt gerade erst vor dem Gebäude aufpoppen, einen nach dem anderen. Und die da unten sieht er noch gar nicht, die da noch kommen. Ja. Man kann die Hubschrauber auch zum Scouten nehmen, also gerade Flugzeuge habe ich früher mal zum Scouten benutzt zum Beispiel, um sowas halt früh aufzudecken, obwohl ich nicht weiß, wie gut man jetzt Kommandos damit aufgedeckt hätte, aber ich glaube, das eine war ein Rifle, der dabei war. Ja, die sprengen hier die Gebäude, die Kommandos, ne? Hubschrauber trotzdem können schnell darauf reagieren, aber Gebäude sind teuer.
Also die Hubschrauber-Geschichte hat wahrscheinlich ihre Nützlichkeit fast schon getan. Obwohl allein die Tatsache, dass Luftwaffe besteht, dazu führt, dass er überall Flaks braucht, bevor er mit Artillerie angreifen will. Infanterie kann man schon ab und mal opfern. Da ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Naja, jetzt die Frage, da waren sie jetzt ja aufgedeckt mit dem Heli, ne? Also man kann damit auch scouten. Nur aufgrund der Geschwindigkeit ist es mit Flugzeugen, glaube ich, besser. Und jetzt sucht er sie halt. Jetzt sucht er sie. Da ist noch einer. Also die gesamte Kommandoarmee wird jetzt hier aufgemischt von den Gunships. Und da kommt aber jetzt eine Infanteriearmee hochgelaufen. Müsst ihr vielleicht mal überlegen, so langsam mit den Einheiten hinterher zu gehen. Was macht die linke Flanke? Ja, also da wird gerade das blaue Einkommen wohl ausgebaut. Also das Zentrum gehört rot, wie wir hier sehen, aber blau ist hier links noch alles im Erobern. Ist immer noch im Erobern ganz nebenbei. Ist gut dabei und hat halt jetzt hier angefangen, die erste aufzubauen. Also das ist halt hier eine Stadt. Ne, das ist eine Produktion noch, aber das ist so ein dicker. Also der Hafen ist hier dran und das ist eine Hafenstadt. Und das gibt natürlich Einkommen. Und der kann, wie gesagt, da oben baut er jetzt auch aus. Das wird wahrscheinlich ein Handelshafen früher oder später hier werden. Also wird Rot einfach wieder das Einkommen verlieren. Also Blau und Rot haben wirklich zwei völlig unterschiedliche Philosophien, was das Spiel angeht. Der eine liebt seine Wirtschaft und der andere liebt seinen Krieg. Was ist denn das Gesamteinkommen, wenn ich das Surplus angucke? 821 und bei Rot ist es 1200. Habe ich das richtig angeklickt? Also Rot hat tatsächlich mehr Einkommen inzwischen. Also nicht Überschuss, sondern wirklich Einkommen. Ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob der vielleicht was ausgebaut hat. Ne, es sind wirklich nur die Sektoren. Also das ganze Zentrum gehört ihm halt und der Süden hier. Also nur weil er alle Sektoren erobert hat, hat er halt mehr Einkommen als Blau inzwischen. Okay, das ist natürlich eine feine Sache. Also ist da hart am Führen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Blau hat halt die linke Ecke und die rechte Ecke und ist wohl weniger als der Rest der Map. Und ja, aber Blau braucht trotzdem den Handelshafen, um es irgendwann auszugleichen. Wir sehen am Schluss nochmal die Statistiken, wer wie viele Kills auch gemacht hat im Vergleich zum Einkommen. Dann sehen wir, was so ein bisschen erfolgreicher in Summe war. Da kommen die ganzen Flaks, diesmal ein riesen Blob. Das macht es völlig unmöglich, jemals da wieder mit einem Flugzeug oder einem Hubschrauber reinzugehen. Man kann das wieder ausmachen, die Produktion. Er könnte auch überlegen, dass er einfach Flugzeuge oder so macht, wie gesagt. Ne? Was schraubst du denn gerade? Ich sehe es noch nicht genau, was es ist. Man kann leider nicht weiter reinzoomen. Ja, also, man könnte jetzt auch überlegen, dass man vielleicht nur. Er hat ja die Energie schon, dass er jetzt Panzer herstellt und dann mit dem Panzer pusht er einfach alle Plattläufer. Die Flaks können dann keine Panzer aufhalten und die Artillerie auch nicht. Also, Preis-Leistung kann ich nicht aufhalten, den hält die schon auf Panzer, wenn es zu wenig sind. Aber ne, mit einem riesen Panzer-Push kann man das vielleicht komplett aufmischen, die Armee nochmal. Aber so langsam entwickelt sich das mit dem Einkommen zu negativ. 186. 234. Blau hat trotzdem noch mehr Surplus und das ist ja eigentlich das Relevante, könnte man sagen. Wenn die Armee denn nicht eingesetzt wird vom Gegner, wenn er die einsetzt, ne, die größere Armee, um Kills zu machen, gleicht das natürlich den Surplus aus. So, jetzt ist hier eine Heli-Armee. Ja, ist halt jetzt eine Winkelfrage. Ne? Die Armee ist hier in der Mitte und die sind mittig. Also, er kann nur an den Flanken mitarbeiten mit den Helis. Aber das kann man ja auch. Man kann die ja immer weiter assignen, dass sie rübergeht. Er ist ja nicht gezwungen, im Center zu arbeiten. Nichts Neues in der Front. Er kann sie halt auch nicht defensiv mehr gleich einsetzen, ne? Weil die Flaks sind halt dabei. Ein paar nach rechts, ein paar nach links. Also wenn eine Flak zwei Helis kontert oder drei, dann ne, ist das hier eigentlich schon. Also könnte er nie wieder angreifen können. Er kann nicht einfach sagen, ich bis vier Helis und geht auf eine Seite. Also jetzt hier das Verteidigen, klar, für die paar Kommandos muss er es machen, aber ich glaube, dass das sein Ende langsam besiegeln wird hier. Also die Nützlichkeit der Helis hat er einfach schon ein bisschen zu lange, ne, hat er die benutzt, die haben die Nützlichkeit auslebt. Oder hätte er die Beweglichkeit der Helis mal benutzen sollen, das hätte auch funktioniert vielleicht. Er hat ja eben alle bis auf einen verloren und hat jetzt nachgebaut, alle gegen die Flak. Hätte er Panzer bauen können, er hätte Flugzeuge bauen können, vielleicht wäre er damit besser abgefahren. Dann kann er mit Bombern auch hier einfach so einen Bogen fliegen und dann hinten alles bombardieren und wieder zurückfliegen. Und dann wäre er halt gezwungen, Flaks an der Front zu haben, hinten stehen zu lassen. Ja,
Ja. Also im Moment ist es auf jeden Fall so, dass er die im Rückzug gezwungen hat. Es sind nur noch Flaks über, wie ihr seht. Und jetzt zieht die auch schnell zurück, weil die eben nicht sinnvoll kämpfen können. Jetzt hat er, wie gesagt, leider keine Panzer, die einfach niederrollen. Ja, das wäre es jetzt gewesen. So, was haben wir sonst auf der linken Seite so lange? Da steht eine Defense. Also er will jetzt sein Ding nicht hergeben, hat einen zweiten Flugplatz gebaut. Okay. Das zwingt halt wieder den Roten dazu, hier im Grunde genommen Dings hinzupacken, eine Flugabwehr. Oder halt mal, also er hat ja die Ressourcen inzwischen und die Größe. Gerade weil er die Größe hat, zwingt es ihn halt eigentlich auch, mal Flughafen gleich zu bauen. Bedenkt aber, dass der Vorteil ist von jemandem, der nicht wieder blau links und rechts auf der Map ist. Also wenn ihr, ne, da seid und ihr seid da hinten rechts, dann habt ihr ja keine inneren Verteidigungslinien. Der Rote kann zentral herstellen und einfach bei Bedarf nach links und rechts einen schieben. Wo ist das denn sichtbar? Okay, ne? Also kann bei Bedarf einfach die Einheit links und rechts schieben, hat die besseren inneren Radien sozusagen der rote Spieler. Aber hier wurde jetzt überrascht. Also ich vermute mal, dass Rot nicht gesehen hat ursprünglich, dass da eine Armee im Wald war. Das ist ein bisschen dumm, wenn ihr rumklickt, wenn man zurückgeht. Also die werden erst sichtbar, wenn er da ist, dann sind die halt tot. Und das sieht man vielleicht nicht immer sofort. Also im Wald, ne, genau wie im Gebirge, ist man schnell unsichtbar. Und deswegen mischt er jetzt alle Leute auf, die da hingehen, ohne jeden Verlust. Also das läuft gut für ihn, der Kampf. Nichtsdestotrotz wird der Sektor weggekappt. Alles wird weggekappt, alles. Ob Rot vielleicht doch nochmal hingeht und einen Flughafen baut? Er will ja komplett ohne Energie spielen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Und es gibt ja noch Sektoren zu kappen hier unten auch. Hat immer noch sein Zentrum. Da ist ein Flughafen. Müsste er gleich dann auch anfangen, Energie zu bauen. Also der Flughafen, da könnte er halt jetzt einfach sagen, er macht jetzt Jäger oder sowas. Und dann braucht er keine Flaks mehr herstellen, weil diese 8 oder was ist das, schon irgendwie 12 Flaks oder so. Ne? Wenn die Hubschrauber wirklich ihre Beweglichkeit links und rechts ausspielen würden, was sie jetzt leider nicht machen, dann könnte halt auf die Flaks, könnten die nicht darauf reagieren. Und da braucht er nur ein, zwei Jäger, um darauf zu reagieren, statt eben 1000 Flaks. Und die kosten ja auch Unterhalt und stehen im Weg. Und tun die Produktionskapazität fressen von der Fabrik. Also ich bin der Ehrenfreund von den Flugzeugen. Aber klar, kostet Energie, ne? Das hat auch alles seinen Preis. Sieht aber jetzt sehr gut gerade für ihn aus. Die Frage, ob er sich eine Atombombe leisten möchte, dass er einfach nochmal kurzfristig eine Rakete da reinbollert und dann sind die alle tot, dann kann er vorrücken. Aber die kostet natürlich ein Vermögen und dauert lange zum Aufbauen. Also nicht so einfach einen Blob auszulöschen. Und man muss gucken, dass man die auch richtig abschießt, weil die können die abschießen, die Luftabwehr, ne? Die Atombomben. Man müsste dann recht hier vorne irgendwie hinkrachen und hoffen, dass man, wenn man hier hinkracht, dann auch alle erwischt gleichzeitig. Aber ich würde echt fast überlegen, das auszumachen und nur noch Panzer zu bauen. Weil er damit dann wirklich, ne, 5 Panzer und dann immer wie so ein Panzervorstoß, bam, 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 rollt er von unten nach oben auf. Ne? Das ist ja nicht so Block gegen Block dann. Panzer ist wirklich ein bisschen chirurgischer. Scheint aber kein Freund von zu sein. So, da oben hat er jetzt auch einen Hafen gehabt, aber da gehen jetzt die Infanteristen hin. Und das ist, glaube ich, seine letzte Chance gewesen, auf eine solide Economy zu haben, um mithalten zu können mit Rot. Also der Hafen down geht, ne. Also es ist Bordzeit, aber den Hafen muss natürlich noch extra dran klatschen. Das war aber trotzdem seine letzte Chance auf Einkommen. Also die Aggressivität von Rot hat tatsächlich hier offensichtlich sehr, sehr gut bisher funktioniert. Am Anfang sah es ja eher so aus, dass Blau den Kampf nicht schnell genug verliert in der Mitte und dann aber gleichzeitig eine gute Economy aufbaut. Das hat sich aber irgendwann dann gedreht, als die Mitte ausgelöscht wurde. Weil dann die Armee eben auch von Rot frei war, um entsprechend schnell nachzukappen. Also man merkt immer an jeder Stelle, dass das Spiel wirklich sehr strategisch ist und das ist wunderbar. Also es ist wirklich herrlich zum Angucken, zum Spielen. Und wenn der Teammodus jetzt die Tage vielleicht, also jetzt angekündigt wird und dann vor Weihnachten rauskommt, ist das was auf jeden Fall für die Weihnachtsferien. Ich hoffe nur inständig, dass wir halt genug Spieler finden, weil wie gesagt, 6 Spieler online derzeit nur, also im Monat, ne? Also im Durchschnitt jeden Tag sind 6 online in den letzten 30 Tagen, das Team Chart. Und das natürlich massiv wenig, aber wenn die das jetzt fett ankündigen, und ich hoffe, dass sie das richtig machen, weil die letzte Ankündigung war nur auf Discord gewesen, da liest das natürlich keiner. Obwohl da auch mehr als 1000 Leute sind, aber ich glaube, die meisten würden eher das Team lesen. Also ich hoffe, dass die Leute das halt mitbekommen. Ne? Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen und auch gucken, dass ich hier aus dem eigenen Discord ein paar Leute für finde. Könnt ihr auch gerne melden, wenn ihr Lust habt. Also ich hatte auf jeden Fall riesen Bock, das Teamspiel zu machen. Ich glaube, dass wir eine Menge Fun da haben können. Ja, aber ich denke, Blau ist jetzt hinter sich. Ne? Also das ist alles zusammengelegt hier. Da ist er durch. Bam! Und da links, das sind eigentlich eher so Nebenkriegsschauplätze. Hier wieder Helis, aber man sieht schon, er ist vorbei. Man sieht, dass die
Ich kriege gar keine Statistik mehr. Okay, also wenn ihr selber spielt, dann kriegt ihr eine Statistik am Schluss. Die scheine ich hier nicht zu bekommen. Okay, schade. Hätte ich sonst gerne nochmal gesehen, die Zahlen, ne? Nachdem was einfach verbraucht worden, kaputt gemacht wurde von beiden. Also im Singleplayer sieht man das auch, also wenn man selber spielt. Egal. Hier, das war die Runde. Aggression hat gewonnen gegen Economy. So in dem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.